Moin moin lieben Freunde und willkommen zurück hier bei GameTasticKiller. Das ist euer Raphael und ich habe heute die 5 besten Wide Receiver in Madden NFL 17 für euch. Und bevor wir wie immer loslegen, einen Hinweis an die neuen Abonnenten. Falls ihr neu bei uns seid, könnt ihr uns gerne abonnieren für mehr Madden NFL 17 Videos und Videos zum Football und zur NFL. Da seid ihr bei uns genau richtig. Und wenn euch das Video gefällt, könnt ihr natürlich alle gerne einen Daumen nach oben geben. Platz 5 geht dieses Jahr völlig verdient an DeAndre Hopkins. Richtig, richtig starker Wide Receiver von den Houston Texans. Gehört definitiv zu den Besten der Liga. Deswegen ist es auch keine Überraschung, dass er hier bei Madden 17 nur in den besten 5 ist. Sein Overall Rating beläuft sich auf 93 und setzt sich zusammen aus Werten wie guten 92 Speed, 97 Catching, 98 Spectacular Catch, 96er Catch in Traffic und 95er Route Running. Das sind richtig starke Werte. Letzte Saison 1521 Yards gefangen und 11 Touchdowns gemacht. Und ja, 93 Acceleration hat er noch dazu. Und damit gehört er generell erstmal zu den schnellsten Wide Receivern im Spiel. Platz 4 geht an den jungen Mann, der vor kurzem noch in Deutschland zu Gast war, nämlich in München. Und zwar natürlich Odell Beckham Jr. von den New York Giants. Coverstar aus dem letzten Jahr. Ja, 93er Overall Rating, 93 Speed, 97 Agility, 99 Spectacular Catch, 92er Catch in Traffic und 96 Route Running. Letzte Saison natürlich auch wieder sehr gut gespielt. Er ist einfach ein guter Wide Receiver und das hat er schon, ja, die letzten Saisons so unter Beweis gestellt. Ich bin gespannt, ob es so für ihn weitergeht. Kommen wir zum Treppchen. Platz 3. AJ Green von den Cincinnati Bengals, richtig starker Spieler, auch richtig starker Wide Receiver, 93er Overall Rating, 91 Speed, nicht ganz so schnell, 95er Catching, 97er Jumping, 94 Catch in Traffic und ein 95er Route Running, sehr, sehr gute Werte. Der Junge ist natürlich auch groß mit 6'4", wenn ich mich nicht täusche, und er ist natürlich da auch dafür da, die Big Plays zu machen, richtig, richtig starker Spieler, ähnlich wie die Nummer 2. Platz 2 geht an den Wide Receiver der Atlanta Falcons, nämlich Julio Jones, richtig guter Spieler, auch er natürlich. Das, was er hat, was AJ Green nicht so hat, ist noch ein bisschen mehr Speed. Er natürlich auch sehr groß gewachsen, der Julio Jones, also ein richtig guter Mann, auch was die Größe angeht. 93 Speed, 98 Catching, 96 Jumping, 95er Catch in Traffic und ein 94er Route Running sorgen für ein starkes 96er Overall Rating. Und das sind dann sogar im Overall 3 Punkte mehr als Platz 3, als AJ Green. Wir haben ja also schon eine relativ große Lücke von Platz 2 zu Platz 3. Und die Nummer 1 kann natürlich nur einer sein. Die meisten von euch haben es sicherlich sich auch schon gedacht. Und zwar ist der beste Wide Receiver in Madden NFL 17 in diesem Jahr Antonio Brown. 97er Overall, 1 Punkt besser als Julio Jones. 93 Speed, 98 Agility, 99 Catching, 97 Elusiveness, 98 Route Running, ja, und ein 98er Catch in Traffic hat er auch noch mit am Start. Also Antonio Brown sehr, sehr stark, in echt definitiv auch derzeit der beste Wide Receiver der NFL. Das Einzige, woran es ihm so ein bisschen fehlt, ist die Größe, finde ich. In Madden haben wir ein paar Probleme mit ihm immer gehabt, da bin ich gespannt, wie das im neuen Teil so werden wird. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass er es verdient hat, hier der beste Spieler auch, der beste Wide Receiver im Spiel zu sein in Madden 17, und ich freue mich drauf, ihn dann auch letztlich mal ausprobieren zu können, ob er vielleicht dann auch in Madden 17 dann mal die richtigen Big Plays machen kann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da die Größe nicht mehr ganz so entscheidend sein würde, damit dann Leute wie Antonio Brown vielleicht auch noch ein bisschen, ja, größere Chancen bekommen. Das waren sie also, die Top 5 Wide Receiver in the Madden NFL 17. Ja, das Spiel kommt bald raus. Die neuen Positionen werden dann auch ein bisschen bekannt gegeben. Bin ich gespannt. Es werden ja noch einiges kommen. Cornerbacks und so weiter. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, wenn ihr mehr dazu sehen wollt, gerne ein Abo dalassen. Über einen Daumen nach oben würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Checkt Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat bitte aus. Da bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Raphael von GameTastical HD.